Okay, also merken, nicht den Privatlehrer erschießen. Scheiße. Aber das war's mir wert. Aber wie kriegen wir den sonst... Ob wir den vielleicht... Können wir den... Gut, Junge? Ja. Können wir den irgendwie dazu verleiten, vielleicht Selbstmord zu machen? Satans befiehlt den dunklen Mächten, dem Beschwörer Macht zu verleihen und listet die Höllennamen zur Verwendung in der Anrufung auf. Okay, also nochmal. Du wirst sterben. Da hinten ist ein fetter Blutfleck in der Ecke, das heißt, der muss erschossen werden. Wo warst du, Lucius? Ich habe auf dich gewartet. Fang den Unterricht an. Schnauze. Also, Lucius, zeig mir, welche von diesen drei Karten ist die richtige. Ja, leg los, Opa. Wie viel ist 1 plus 1 plus 1? Hier, bitteschön, die 3. Sehr gut, Lucius. Alter, du mach! Wie viel ist 1 plus 2 minus 2? 1. Sehr gut, Lucius. Ja, bin ein Naturtalent. Wie viel ist 6 minus 4 plus 7 minus 4 plus 5 minus 8? Gut. Das nächste Fach ist Biologie. Hast du dein Biologiebuch dabei? Natürlich habe ich mein Biologiebuch dabei. Ich frage mich, ob wir das Biologiebuch auch irgendwo kriegen. Hallo, Lucius. Ich habe ein paar wichtige Papiere auf meinem Nachttisch vergessen. Holst du sie für mich? Natürlich, das mache ich doch glatt. Scheiße, dass wir alles normal machen müssen, ist natürlich echt ärgerlich. Sorry dafür. Aber das kann natürlich... Huch, ach, hier im Totenzimmer. Das kann natürlich auch keiner ahnen. Schwingt die Tür einfach so offen in den Raum rein. Voll gefährlich. Warum bekomme ich immer solche Fälle? Weil du ein Versager bist, deswegen. Lucius, du hast mich erschreckt. Das wollte ich auch, Mutter. So, ach man, hier laufe ich immer in die falsche Richtung. Okay, jetzt kriegen wir hier den Zettel von Papa. Hier kriegen wir noch den Schlüssel. Mr. Quinn wartet auf dich im Studierzimmer. Beeil dich, sonst kommst du zu spät. Natürlich. So, jetzt haben wir das Ding. Dann wieder zurück und wieder zurück. Lalalalala. Ich bin ein kleiner Junge und spiele hier durchs Haus. Ich bin ein kleiner Junge und morgen büchse ich aus. Dann reiße ich dir die Kehle raus. Was denn? Och, Menno. Aber ich werde doch morgen 10. Da kann ich ja ein bisschen koksen. Was machst du nur den ganzen Tag? Such dir selbst eine Beschäftigung. Ja, hier, guck mal. Danke, Lucius. Da stimmt etwas nicht. Das muss ich überprüfen. So. Hallo, Sir. Ich wollte nur fragen, haben Sie Hallo? Für mich irgendetwas Besonderes? Das kann ich nicht mehr drehen. Ja, das... Ich kann das Ding nicht mehr drehen. Alter! Gib mir einen Augenblick, ich muss nur zuerst etwas suchen. Hä? Kein Problem, Sir. Das ist ganz merkwürdig. Ich muss mit der Maus links und rechts gehen. Vorhin konnte ich es mit dem Mausrad drehen. 19. So, erstmal voll das Ding in die Fresse gekriegt. Hier ist die Knarre. Wir machen natürlich erstmal wieder zu. La 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 la. So. Alter, wir kriegen hier ständig Achievements für Sachen, die wir auch schon gemacht haben und sowas. Sie ist nicht geladen. Wenn mein Lehrer etwas nicht findet, wird er echt frustriert. Das macht seinen Geist schwach. Hat er jetzt die Biologiebücher nicht gefunden? Ja, Schnauze. Hat er die Biologiebücher nicht gefunden oder was? Hallo? Der redet gar nicht mehr mit uns. Die Frage ist, können wir jetzt... Wir haben die Knarre. Wir dürfen uns aber nicht erwischen lassen mit der Knarre. Scheiße.
Scheiße. Wir dürfen ihn auch nicht selber umbringen. Alter, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Hier sind überall Bücher, aber so... Ich verstehe das nicht ganz. Wir können die Knarre nur hinter ihm verwenden. Oh. Hallo, Mama. Oh, Alter, mach die Tür zu, Alter. Scheiße. Ich kann ihn nicht schon wieder umbringen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Sollen wir ihm vielleicht ein Biologiebuch bringen? Guck mal, Onkel. Das ist kein Biologiebuch. Lass mal sehen, ob ich eins für dich finde. Ah. Und wenn er etwas sucht, ist sein Geist schwach. Wenn der Geist schwach ist, können wir ihn manipulieren. Das heißt... Ach, sieh mal einer an. So, jetzt müssen wir nur noch gucken. Boah, ich will natürlich nicht im Eck stehen. Das Problem ist nur, wenn jetzt der Lucius beim Lehrer ist und der Lehrer dann zufällig verstirbt. Uh-oh. 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 Morgen gibt's Freistunde. Das fällt doch jetzt auf den Jungen zurück, verdammt. Das ist doch auffällig. Die Lage wurde immer schlechter. Der Lehrer des Jungen beging Selbstmord. Da hätte alles klar sein sollen, aber etwas verschleierte die Wahrheit. Die Pistole, die er benutzte, gehörte Charles Wagner. Aber als der Schuss fiel, sprach Wagner in einem anderen Zimmer mit seinem Chauffeur. Die Pistole wurde in einem Tresor in Wagners Büro aufbewahrt und war nicht einmal geladen. Ich war verwirrt, wie der Lehrer an die Waffe gekommen war. Das gab mir zu denken. Er hätte den Fahrer erpressen und die ganze Sache arrangieren können. Aber das war Spekulation. Das Anwesen war in einem kompletten Durcheinander. Mrs. Wagner litt deutlich und befand sich in einem gebrechlichen Zustand. Einige der verhörten Personen haben mir erzählt, sie führe Selbstgespräche und würde ohne Grund lachen. Wer könnte ihr das verdenken? Besonders nach dem, was dann passierte. Dafür hätte man ein Genie sein müssen. Wir entdeckten, dass der kleine Filmcontainer von Onkel Tom noch einem anderen Zweck diente. Dort könnte ein kleines Loch für bestimmte Gelegenheiten gewesen sein. Ich sah nur nicht den Sinn. Mr. Wagner war nun vollständig davon überzeugt, dass seine Familie irgendwie verflucht worden war. Noch schien dies sehr weit hergeholt zu sein. Erster Juni 73. Voyeur. So. Ich glaube, bevor ich jetzt weitermache, mache ich mal eine kleine Aufnahmepause. Ich nehme schon wieder irgendwie über 2 Stunden auf. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte ein Stündchen aufnehmen. Jetzt hänge ich hier eine Stunde bei Lucius fest. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Und dann bringen wir einfach den Rest von der Brut um. So, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss!
Ah, so ein schöner Morgen und herzlich willkommen beim Let's Play mit Ingo. Ich guck mal aus dem Fenster. Da ist nix. Unser da Ouija-Brett. Gläubige Menschen nehme ich als Symbol, du kannst mich drehen und stark werden wohl. Gläubige Menschen nehme ich als Symbol, also Prince. Ich glaube, das haben wir schon mal in der letzten Aufnahme, als wir hier beendet haben. Und die Frage ist, wer ist denn unser nächstes Opfer? So, wir müssen hier gerade durch und nach oben. Das machen wir natürlich auch. Ich will hier mal springen hier. So, und jetzt die Mappe sagt... Achso, die Mappe sagt hier nach unten. Du bist es. Hallo, Liebling. Na, Susan? Hey. Boah, hat mich voll geschubst. Ist voll durch mich durchgegangen. Dafür muss ich sterben. Und zwar Susan. Hausmädchen Susan. Sie kümmert sich um die Wäsche. Heißt das jetzt, wir sollen uns um Susan kümmern oder um die Wäsche oder um beides? Ich folge ihr mal. Geh, Susan. Hallo, Susan. Was tust du? Ich folge ihr. Ich bin ein folgsamer Junge. Ich will dir helfen, hallo, die... Liebling. Hallo. Ich will dir helfen, die Wäsche zu sortieren. Alter, so lahmarschig, wie die arbeitet, ne? Die geht doch spazieren hier. Können die nicht treten? Wir folgen ihr einfach mal und schauen mal. Die sammelt hier, glaube ich, die... Was macht sie denn jetzt? Nicht ausziehen. Hallo, Lucius. Na, Schnucki, jetzt... Guck mal, ich habe die Hand wieder auf dem Arsch. Ist aber unbeabsichtigt. Hallo, Liebling. Na, Susi? Wir folgen ihr. Irgendwo muss sie ihre Arbeit ja verrichten. Denn laut Dienstplan soll sie die Wäsche machen. Ich habe das Gefühl, die latscht hier immer gleich, die Wegstrecke. Ah nee, guck mal, jetzt geht's woanders hin. Alter, die fummelt sich nur in den Haaren rum. Die muss sterben. Die macht bestimmt nachher wieder Facebook-Fotos. Hallo, Lucius. Schnauze! Alter, ich kann doch jetzt nicht den ganzen Tag hier hinterherlaufen. Mach was, mach was. Gib mir einen Hinweis. Ich guck mal eben auf die Karte. Wir sind momentan hier und sollten ja runter. Boah, irgendwo war hier doch die Waschmaschine. Ich weiß aber gar nicht mehr wo. Geht's da jetzt hin? Die geht jetzt in die Lobby. Ich folge ihr trotzdem normal. Ich dachte, die soll die Wäsche machen. Jetzt läuft die ganze Zeit nur im Haus rum und macht gar nichts. Huch. Hallo, Liebling. Dass die sich nicht wundert, dass der Bub den ganzen Tag hinter ihr... Ah, hier ist es. Hier ist es. Hier ist die Waschküche. Übt die gerade für einen Zombie-Day oder was macht die da? Die steckt ihren Kopf in die Wäsche. Da geht sie wieder. Okay, die kommt ja bestimmt nochmal wieder. Was können wir denn hier alles machen? Da ist eine Tür. Können wir den Schrank öffnen? Jawohl. Da drin ist gar nichts und ich höre hier irgendwo ein Kreuz, glaube ich. Wo ist das Kreuz? Wo ist das Kreuz? Da ist das Kreuz.
So, was haben wir hier? Schrank ist nix, da haben wir eine Blume. Können wir damit was anfangen? Nein. Können wir mal hinlegen. Wäschekorb können wir nichts anfangen. Damit können wir nichts anfangen. Waschmaschine können wir aufmachen. Aufmachen. Da können wir nichts machen. Was ist das? Gerät, das den Luftstrom in der Garage kontrolliert. Damit müssen wir doch bestimmt irgendwas machen. Aber das ist ja für die Garage und die Garage ist ja hier. Das werden wir uns für später mal merken. Ich glaube, da können wir irgendwelche Leute dann ausdünsten quasi. Hier ist irgendwas. Hier ist Schmutzwäsche, Schmutzwäsche, Schmutzwäsche. Da ist ein Bügeleisen. Da ist ein Bügelbrett. Können wir das... Damit können wir gar nichts machen. Was können wir denn hier machen? Können wir vielleicht die Pflanze... in die Waschmaschine schmeißen? Waschmaschine! Vielleicht können wir das ja... Pass auf, ich probiere das mal gerade. Keine Ahnung. Ich hoffe, da kommt jetzt niemand. Block. Na toll, wir können es aber nicht zumachen. Oder können wir die anschmeißen hier irgendwo? Nee, ne? Nee. Jetzt können wir auch damit plötzlich nichts mehr machen. Ach so, weil ich ja... Ich hab ja wieder hier auf... jetzt geht's. Und ich höre Schritte. Kann man hier nichts machen? Nee. Ich höre Schritte irgendwo. So, na gut, hier können wir eh nichts machen. Wie es aussieht, ich guck mal ganz kurz nach Susan, die wird ja bestimmt noch irgendwo rumlaufen. Da haben wir noch den Daddy. Da ist die Susan. Die Leute reden über Geister. Dafür habe ich mich nicht eingeschrieben. So, na Schnucki, dann geh doch mal, jetzt geht's wieder in die Lobby, das heißt, die geht zurück in die Waschküche. Irgendwas müssen wir doch mit der machen können. Die geht immer zur Waschküche hin. Blub, blub, blub. Und grabbelt dann da irgendwie in der Wäsche rum, aber macht sonst gar nichts, glaube ich. Wir haben diesmal aber auch keinen Hinweis, außer das Uja-Brett mit dem Symbol. Das könnte das Kreuz hier gewesen sein. Hallo, Liebling. Na, Schatzi? Mir fällt auch nichts ein, was wir hier mit Gedankenkontrolle oder so machen könnten. Ich meine, die kann ja nicht an so einer schmutzigen Hose ersticken. Hallo, Lucius. Ich probiere jetzt nochmal was. Ich habe keine Ahnung. Hier haben wir noch die offene Waschmaschine. Ich glaube, es gibt einen Grund dafür, dass die aufgeht. Weil hier wurde ja nichts Überflüssiges gemacht. Laundrypulver. Können wir vielleicht Waschpulver mit Telekinese da mal rein? Okay, das können wir gar nicht machen. Oh. Das können wir da... Uah. Ist das drin? Aber wir können die Waschmaschine eh nicht anmachen. Das bringt doch alles gar nichts. Da haben wir noch irgendwelche Pullen. Kann man die vielleicht dann... Ach, was denn? Da kann ich auch nichts machen mit Telekinese. Da kann ich noch gucken. Tja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also manchmal ist das Spiel wirklich so ein bisschen... Das Blöde bei Lucius ist ja, das Spiel macht ja Spaß. Die Morde machen echt Spaß. Aber das dazwischen ist so ein bisschen... Das ist so dermaßen linear gehalten, dass das wirklich so zu absolutem Rätselraten verkommt, was man jetzt machen soll. Ich habe jetzt keinen Hinweis. Gut, Junge? Schnauze, Opa. Ich weiß jetzt nur, ich muss das Zimmermädchen töten. Es tut mir leid, Liebling. Ich dachte gerade daran, wie viel Glück wir alle hier haben. Ja, ja.
So viel Glück. Das Problem ist wirklich, dass ich jetzt den Hinweis habe, ich soll die Wäsche irgendwie... Moment, wo war das jetzt hier nochmal? Da. Hausmädchen Susan, sie kümmert sich um die Wäsche. Das ist der einzige Hinweis diesmal, sonst hat man ja wenigstens irgendwas. Benehmensstatus ist auch wieder runter, da müssen wir vielleicht mal ein bisschen helfen, aber naja. Ist die Susan hier vielleicht irgendwo? Nee. Ich glaube, wir sind auch in den falschen Räumen. Also wir können das Susan jetzt, aber wir haben die Susan doch schon verfolgt überall. Da steht sie wieder. Und geht wieder. Und hier ist schwer ein Kreuz. Und hier ist ein Föhn. Der ist eingesteckt in der Steckdose. Die geht immer nach unten. Die macht immer irgendwas unten. Geh nur, geh nur. Und vor allen Dingen lässt sie auch alle Türen sperrangelweit auf. Und die geht immer nur hin und her und fummelt sich an den Haaren. Geht dann zur Wäsche und guckt da einmal durch die Hose. Ich glaube dir den besten Job der Welt. So, jetzt ist sie wieder in der Waschküche. Können wir die vielleicht mit dem Gesicht aufs Bügeleisen pressen? Das wäre schön, wenn man die per Gedankenkontrolle, aber das Bügeleisen ist zu weit weg. Das wäre natürlich schön. Da geht sie wieder. Kann ich vielleicht... Nee, das Bügeleisen... Warte mal, ich konnte das Bügeleisen da hinten... Hä? Magie! Es steht wieder oben! Okay, ich krieg den Blumentopf da, glaube ich, gar nicht mehr raus. Ich glaube, ich muss das Kapitel nochmal neu laden. Ich glaube, ich hätte den Blumentopf da nicht reinwerfen sollen, weil ich vermute mal... Das Bügeleisen können wir angucken und per Teleportation. Das hier können wir gar nichts, damit können wir gar nichts machen. Pass mal auf, ich lade gerade nochmal eben. Hier, Profil Gronkh, Spiel fort... Nicht Spiel fortsetzen. Mist. Also, Profil auswählen, Spiel fortsetzen, Kapitel 13. Entschuldigung, aber das ist bei Lucius wirklich so ein Trial and Error... Und man muss immer probieren, ob irgendwas klappt oder nicht. Und man muss versuchen, anhand der Hinweise irgendwie irgendwas rauszufinden. Und das ist wirklich gar nicht mal so einfach. Es tut mir leid, Liebling. Ja, es tut mir echt leid, Liebling. Aber ich muss hier eben nochmal ganz kurz... Da hinten war das, glaube ich, ne? War das da hinten? Hier durch die Lobby. So. Ach. Alter, voll erschrocken gerade. Du wirst sterben. Jetzt wirst du sterben. Ich bin sicher, dass du jetzt sterben wirst. Du wirst so... Hallo, Nashusen. Du wirst so sterben. So, sie kümmert sich um die Wäsche und darüber, dass alle Türen hier offen sind. Mann, die Heizkosten. Okay, pass auf, jetzt probieren wir nochmal. Ah, das ist ja so ein... Na, jetzt... Ach, Mann... Jetzt weg damit. So, jetzt da, das Bügeleisen. So, kriegen wir das... Da war gerade ein richtiges Geräusch. Bügeleisen ist drin. Wir kriegen die Waschmaschine aber nicht mehr zu. Ist das jetzt ein Job, den Susan übernehmen wird? Jetzt können wir die Waschmaschine nicht mehr benutzen. Da hätten sie aber besseren Hinweis geben sollen. Ganz ehrlich, da hätten sie Susan nicht hier irgendwie durch die Hose oder an der Hose rumschnüffeln lassen sollen im Schritt. Sondern hätte die Susan ja in die Waschmaschine gehen sollen.
Weil anders, ganz ehrlich, da musst du ja wirklich nur per Zufall. Oh, die Waschmaschine ist wieder kaputt. Hä? Nun, meine Schicht ist vorbei. Hä? Also, schnell unter die Dusche. Unter die Dusche, unter die Dusche. Wir gehen mal ein bisschen unter die Dusche. Susan, magst du mit mir duschen? Wir könnten gegenseitig unsere Körper einseifen. Mit Schwefelsäure. Du willst doch sauber werden, Susan, oder? Erst wenn das Fleisch von deinen Knochen schmilzt, bist du porentief rein, Susan. Vertrau mir. Vertrau mir. Ich tu mich da auskennen. Psycho-Ingo. Ist es recht, dass wir im Zimmer mit der jungen Dame sind? So. Ich habe es geschafft, die Waschmaschine kaputt zu machen. Susan kann keine Wäsche mehr waschen. Sie meint, sie würde duschen gehen. Los, wieder auf den Arsch hauen, damit die Alte in Wallung kommt. Mädchen, komm ran. Hallo, Lucius. Na, das gefällt dir wohl. So, jetzt geh duschen. Ich werde dir gleich zum Dusches. Okay. Wo ist Le Bad? Le Bazin. War das hier? Die war doch hier immer in dem, genau, da war sie doch immer. Und da haben wir doch... Ah, okay, da drehe ich das Kreuz mal schnell um. Huch, Aktualisierung. Ein Kreuz hat meine Kräfte im Badezimmer beeinflusst. Ich habe es gedreht. Susan will in genau diesem Badezimmer duschen gehen. Und das weiß der Lucius natürlich auch. Und ich glaube... Ja, guck mal, hier ist ein schöner Föhn. So, der Föhn ist eingesteckt. Vorher in die Wanne. Ist sinnlos. Beim Duschen ist ein Föhn. Ist ein Föhn beim Duschen das Richtige? Doch eher beim Baden. So, da ist nix. Da ist Klopapier. Klopapier als tödliche Waffe. Was macht die denn? Hat die eine Mittelohrentzündung oder was? Hallo, Liebling. Na, dusch doch mal. Huch. Huch. Hey. Aber ich duschen. Susan. Guestroom. Ich höre die Dusche hier durch. Kann man hier vielleicht irgendwie durch die Bilder oder so, wie in so einem alten Gruselhaus? Da gibt's, hier gibt's gar nichts. Hier gibt's irgendwelche Bilder, die wir, mit denen wir nichts machen können. Können wir die telekinetisch? Können wir nicht. Okay, das ist der Guest Room. Was ist das denn? Ach, wie cool. Was? Ach, hier werden Pornos gedreht oder was? Alter, was ist das denn da? Die lustige Bananensammlung. Das ist total romantisch. Ich hab dir da mal was gekauft. Groovy Hole 73. Was? Und was liegt da? Marty Melat 3. Alles ab 18 Videokassetten. Was ist das denn hier? Das ist doch kein Wunder, dass das Balk missraten ist. Halt, was liegt da für ein... Oh. Kann man hier vielleicht irgendwie einen Film einlegen? Oder, ich meine... Okay, hier geht irgendwie gar nichts. Oh. Missy... Munters, Missy Hunters. Huch. Ach was. wir können jetzt irgendwas bespannern. Suse.
Süßchen. Süßchen. So, ach so, wir können... Ach, die nimmt ein Bad und wir können jetzt bestimmt... Ah, so wird ein Schuh draus. Da. Alter, ich hab den Föhn gerade genau ins Wasser, dass die es auch nicht merkt. Alter, so. Da hast du ja keine Worte mehr. Huch. Entzündung. Nagelbettentzündung. Dieser Fall bereitet mir graue Haare, Mr. Wagner. Im Gegensatz zu Ihnen freue ich mich nicht mehr darüber, wieder hier zu sein. Ich bin bereit, alles aus einem neuen Winkel zu betrachten. Noch ein Unfall. Richtig. Ich weiß, es hört sich an wie ein Sprung in der Platte. Aber die Tür war von innen abgeschlossen. Es sieht wirklich danach aus. Obwohl mein Bauchgefühl mir etwas anderes sagt. Tun Sie einfach, was Sie tun müssen. Ich glaube wirklich, wir wurden verflucht. Und dass wir es nicht aufhalten können. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich bat einen Pfarrer, etwas Beistand anzubieten. Also haben Sie sie hergebeten? Mein Vater hat ziemlich wüst reagiert. Wir müssen Ihren Vater finden, Mr. Wagner. Ich glaube wirklich, er kann uns mit weiteren Informationen versorgen. Ich weiß nicht, wie viel länger ich das FBI noch zurückhalten kann. Sie fragen mich nach einem vermissten Reporter. Er hat Ihre Familie untersucht, als er verschwand.